Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir werden heute eine Stunde über agiles Arbeiten bzw. über die Nutzung agiler Methoden bei Helaba in der Gruppe von Thomas sprechen. Bevor wir loslegen, wollen wir uns ganz kurz vorstellen. Und zwar, ich bin Algerin, ich bin von der Firma Nearworth, ich bin agile Expertin. Vom Background her bin ich Informatikerin und habe viel Erfahrung mit Unternehmen gesammelt, die generell effizienter bzw. kundenorientierte, produktiver arbeiten wollen. Und dann sind wir so vor schon vielen Jahren auf die agilen Methoden wie OKRs und Scrum gestoßen, weil sie helfen, den Organisationen auf beiden Seiten einmal operatives Arbeiten zu verbessern bzw. strategische Ziele besser zu erreichen. Und heute werden wir das Wissen mit euch teilen. Genau, und ich habe unseren langfristigen Kunden dabei, beziehungsweise schon fühlt sich wie Kollege an, Thomas. Ja, hallo an alle, ich bin Thomas Pörschke, ich bin bei der Helaba. Von Hause aus bin ich Mathematiker und habe dann nach der Uni, nach der Promotion, zunächst als Softwareentwickler angefangen bei der Helaba, bin dann irgendwann Gruppenleiter geworden und leite jetzt eine Gruppe in der Anwendungsentwicklung von aktuell 10 Leuten. Technisch haben wir ein großes Spektrum von Mainframe-Anwendungen, die immer noch relevant sind und laufen. Und langsam abgelöst werden, bis das Modernste, was wir haben, ist ein KI-Modul, was wir im Compliance-Bereich einsetzen. Also sehr große Bandbreite. Und agil, ja, arbeite ich im Grunde, seit ich denken kann bei der Helaba. Früher als Entwickler gab es ja auch schon agile Methoden, die jetzt rein so auf die Technik fokussiert waren, so Pair-Programming, Extreme-Programming. Wir haben schon damals, als es noch ja, vom Regelwerk einfacher war, auch mit dem Fachbereich direkt zusammengesetzt, getestet, entwickelt, was heute in der Form nicht mehr geht. Also agil war eigentlich immer so ein roter Faden, der sich durchgezogen hat. Später hat man das dann von der Technik erweitert, natürlich auf die gesamte Arbeit, auch die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich, mit den Kunden im Haus. 2015 hatten wir dann im Zuge so einer Lean-IT-Einführung Teamboard eingeführt, erstmals konsequent. Das war damals noch ein Whiteboard, wirklich physisch an der Wand mit Pappkärtchen. Hat funktioniert, hat natürlich begrenzte Einsatzmöglichkeiten. Dann hat Corona tatsächlich auch einen Schub gebracht, dass wir praktisch gezwungen waren, das Board zu digitalisieren, haben dann dabei Jira entdeckt. Mit Jira das Board, sagen wir mal so in dem Jahr 2020, im ersten Corona-Jahr, so von April bis Juni, ein digitales Kanban-Board aufgezogen. Und natürlich wussten wir auch damals schon, dass es Scrum gibt, haben Verschiedenes gehört. Zu der gleichen Zeit haben wir dann auch Kontakt mit Neoverf begonnen. Und da kam das Angebot, ja, Scrum mal richtig zu lernen und zu schauen, wie man es anwenden kann, eigentlich zeitlich auch genau richtig. Wir haben dann erstmal eine Schulung bekommen und dann auch gleichzeitig mit Neoverf mit dem Kenntnissen entwickelt, wie wir Scrum spezifisch bei uns einplanen können. Und das war der Start praktisch unserer gemeinsamen agilen Reisen. Ich glaube, wichtig zu erwähnen, die Reise geht weiter. Also es ist ja, ich glaube, wir werden heute viele Beispiele sehen, wie die Reise sich entwickelt. Also da sind viele Komponenten, verschiedene Methoden. Also es ist ja nicht so ein Schalter umlegen und dann arbeitet man agil. Das ist schon ein langer Transformationsprozess. Genau. Und wir werden heute das erklären und erzählen, beziehungsweise den Helaba Case so gut erläutern. Hier kurze Vorstellung, wer wir sind. Ihr habt schon ein paar Mal den Namen gehört. Wir sind Nearworth, wir sind Strategieberater aus Berlin und arbeiten mit dem Mittelstand, wie man auf gut Deutsch sagt, behobenem Mittelstand, beziehungsweise Unternehmen, die in Deutschland und Europa aktiv sind. Heute ist einer der langjährigen, beziehungsweise unserer Lieblingskunden, Helaba. Und wenn ihr also generell wissen wollt, womit wir uns beschäftigen, wo die Erfahrung so zusammenkommt. Ich glaube, was wichtig ist, was wir mitteilen heute, ist sehr viel, was wir aus den Trainings und Workshops mitgenommen haben, beziehungsweise mit Helaba und anderen Unternehmen. Ich werde gleich zeigen, aus welchen. Wir haben aber viel Strategieberatungserfahrung, also quasi wie ein Unternehmen aufgestellt werden muss, wie das Thema Organisation, wie das Thema Prozesse gelebt werden müssen. Und wenn man das alles zusammenpackt, beziehungsweise ja, gemeinsam anwendet, dann kann man auch agile Methoden beziehungsweise digitale Transformation gut vorantreiben.
Und ich werde die Unterlage nachsenden. Also dann könnt ihr auch gerne nachlesen. Wir haben viele interessante Studien, beziehungsweise ich würde sie White Papers nennen, zum Thema Agil, zum Thema OKR. Zwei Methoden, die wir heute auch sehr gut beleuchten werden, aber auch zu anderen Themen, die vielleicht euch interessieren. Woran wir glauben, ist das Thema Agil, wie Thomas schon erwähnt hat. Mit dem Papier kann man anfangen, aber zu agilem Arbeiten gehören auch agile Tools. Und da arbeiten wir mit unseren Partnern wie Microsoft, Microsoft Teams, mit Jira, mit AWS. Heute werden wir uns insbesondere auf Jira beziehungsweise auf den OKRs-Tool von Jira auch fokussieren, also auf der Atlassian-Familie. Man kann das genauso mit den anderen Tools leben. Wir haben aber ein Showcase. Genau. Hier ein paar Referenzwerte, damit ihr das so das Gefühl bekommt, wo die Erfahrung, die wir heute teilen, herkommt. Also das ist eine Methode bzw. eine Arbeitsweise, die wir schon seit 3, 4 Jahren quasi nutzen. Also wir haben zum Beispiel bei einem Fertigungsunternehmen eine Schnittstelle Business und IT agil eingeführt. In einem Agrarunternehmen, also de facto ein Agrarhandelunternehmen, haben wir viel mit den im Marketingbereich, im Vertriebbereich gearbeitet, um agiles Denken, agile Methoden einzuführen. Beim Fintech-Unternehmen und beim PropTech war Ähnliches, da war eine gesamte Organisation agil aufstellen, beziehungsweise es waren auch relativ kleine Unternehmen, also ich glaube beide unter so circa 100 Mitarbeiter. Da natürlich kann man so einen Big Bang-Ansatz machen. Auf der Seite würde ich sagen, sind Unternehmen, wo man eher hybrid gestartet hat, beziehungsweise in ein Team oder eine Abteilung. Bevor wir starten, habe ich eine organisatorische Sache vergessen zu sagen. Die Unterlage wird versendet. Also ihr könnt gerne Notizen machen, aber die Unterlage, die wir gerade zeigen, wird als PDF versandt. Also sprich, ich würde sagen, heute Nachmittag bekommt ihr die auf eure angegebene E-Mail-Adresse. Und ihr könnt gerne natürlich Fragen stellen. Also wenn irgendwas unklar ist oder ihr eure Erfahrung teilen möchtet, wir haben eine Stunde für den Austausch. Entbietet euch gerne, lasst euch zeigen, erklärt eure Story. Wir sind sehr gespannt auf den Austausch. Genau, wir wollen das nicht als ein Broadcast Frontbeschallung, sondern als eine Diskussion gestalten. Genau, was haben wir heute denn genau vor? Also erstmal möchten wir kurz und knackig Einführung machen, warum agil heute in diesem Jahr. Es ist ja kein neues Thema, also es funktioniert bzw. ist in aller Munde seit 3, 4, 5 Jahren, ist aber heute immer noch relevant und wir wollen sagen, warum bzw. was das bringt, agil zu arbeiten. Dann möchten wir agiles Framework bzw. was genau heißt es, agil zu arbeiten. Also ist es wirklich nur Rollen, ist es wirklich nur Scrum oder Prozesse? Spoiler, es ist alles zusammen, man muss aber Stück für Stück anfangen. Wir werden das vorstellen, beziehungsweise Helaba Case integriert erzählen. Also quasi was macht genau diese Gruppe bei Helaba, damit agiles Arbeiten auch funktioniert. Und dann zeigen wir kurz einen Pfad, wie man anfangen könnte, beziehungsweise haben noch einen dedizierten Slot für Fragen. Aber wie gesagt, hier habt ihr Chat, gerne Fragen stellen. Falls ich die Frage übersehen habe oder nicht reagiere, gerne einfach reinrufen. Sagen, dass da eine Frage ist, dann gehen wir auf die Frage auf jeden Fall ein. Genau, dann würde ich weitergehen und vorschlagen, Moment, dass ihr kurz an einer Abstimmung teilnimmt. Der Vorschlag von meiner Seite, dass ihr einfach euer Handy nehmt und diesen QR-Code einscannt, dann landet ihr auf dieser Seite. Also hier könnt ihr dann abstimmen. Wie nutzt ihr bereits agile Methoden in eurer Organisation? Wir wollen einfach ein Gefühl bekommen. Ihr könnt die Umfrage auch anonym starten. Also ist auf jeden Fall einfach ein Meinungsbild zu bekommen. Und diejenigen, die möchten, ihr könnt gerne euch entmuten bzw. erzählen, wie ihr agiles Arbeiten nutzt, bzw. ist es erfolgreich oder nicht? Was funktioniert gut, was funktioniert schlecht? Also ich bin davon auch ausgegangen, dass viele sagen, ja, aber punktuell, weil, wie gesagt, das Thema ist ja nicht neu, ist ja schon ein paar Jahre auf dem Markt, ist ja schon ein Industriestandard geworden, aber vielleicht wollen ein paar Leute dazu was sagen, wie es funktioniert und was die Motivation ist. Okay.
Okay, dann ich bin mir sicher, ich glaube, es sollte funktionieren, aber gerne einfach Wort melden. Würde ich starten und in die Präsentation reingehen. Wie gesagt, stellt gerne eure Fragen. Also erster Teil ist, warum AG? Aus unserer Erfahrung und aus meiner Sicht, das ist ein ziemlich einfaches Bild, zeigt aber sehr transparent beziehungsweise klar, warum agil heutzutage, also es gibt keine andere Lösung, als agil zu arbeiten in verschiedenen Bereichen beziehungsweise in Industrien. Wir haben ja alle mit Kunden zu tun. Interne Kunden, externe Kunden, sind das wirklich User oder ist das meine Fachabteilung? Wir haben immer verschiedene Anforderungen von verschiedenen Stakeholdern. Wir haben viele Anforderungen, beziehungsweise sie sind unterschiedlicher Charakter. Auf der anderen Seite, die Welt ändert sich so schnell. Ich glaube, in den letzten 5 Jahren waren so viele technologische Themen einfach neu dazugekommen und man muss mit diesen Themen beziehungsweise Technologien jonglieren können. Und wir merken, dass je mehr Anforderungen und je mehr technologischer Fortschritt da ist, es wird immer komplexer, diese Anforderungen umzusetzen, sodass der Kunde beziehungsweise Nutzer davon zufrieden ist. Und das ist die Frage, warum agil heutzutage nicht mehr, also man kann das nicht lassen. Man muss in kleinen Inkrementen arbeiten. Man muss anpassungsfähig sein, um genau diese Anforderungen erfüllen zu können. Zusammengefasst, agil ist nichts anderes. Deswegen mag ich das Bild sehr gut, sehr gern. Es ist nichts anderes als eine Transformation von einem silo-organisiertem Arbeiten, wo früher, also ich würde sagen, Silo ist jetzt nicht böse, nicht negativ gemeint, aber gemeint ist, dass jedes Team für sich arbeitet und quasi sequenziell die Anforderungen weitergibt, beziehungsweise die Lösungserstellung weitergibt. Ist ja an sich nicht schlecht. Das Problem ist aber, dadurch, dass die getrennte Abteilungen so arbeiten, wie sie arbeiten, wenig miteinander interagieren, die Umsetzungszeit ist langsam. Also sprich, man muss wieder den ganzen Pfad zurückzugeben, um den Endkunden, der hier irgendwo links ist, was zu geben. Das Problem ist aber, die Anforderungen ändern sich schnell. Also es gibt neue Technologien, neue Anforderungen und der Kunde möchte schnell was bekommen, schnell was auf der Hand haben. Und deswegen sind agile Methoden da. Also sie machen nichts anderes, als legen die Kapazitäten beziehungsweise die Ressourcen, die Fähigkeiten zusammen und sagen, wir zusammen haben einen Kunden, wir übernehmen gemeinsam Verantwortung, wir haben kurze Entscheidungswege und wir sprechen oft mit unseren Kunden. Also wir bekommen Anforderungen, setzen sie um, releasen das, bekommen Feedback. Das bezieht sich auf Softwareprodukt, bezieht aber sich zum Beispiel auf Marketingkampagne, auf Operation-Bereich. Egal in welchem Bereich man aktiv ist, kann man diese Gedanken, Logik also implementieren. Das muss keine organisatorische Umstellung sein, kann auch ein virtuelles, agiles Team sein. Wie ich schon gesagt habe, agil stammt aus der IT, aus der Softwareentwicklung schon vor 20, 30 Jahren. Heutzutage sehen wir sehr viel, dass agil auch in Businessbereichen mehr und mehr genutzt wird. Also wir haben ein Beispiel mitgebracht, wie wir im Marketing- und Sales-Bereich agil eingeführt haben. Wir haben bei der Helaba auch im Bereich Finanz-IT agil eingeführt. Also sprich, es funktioniert überall, man muss es aber anpassen an die Gegebenheiten beziehungsweise an die Prozesse von der Abteilung. Eine wichtige Botschaft, die ich noch mitteilen möchte, ist, dass agil muss nicht in ganzer Organisation gelebt werden. Es kann gut sein, dass eine Abteilung mit Scrum arbeitet, die andere gar nicht, weil sie es einfach nicht möchte, macht bei denen keinen Sinn. Ist okay. Man kann immer noch in großen Unternehmen, wie ihr hier seht, auch in kleinen Unternehmen gut zusammenarbeiten. Also das widerspricht sich nicht. Und hybride Modelle sind absolut okay. Und hier kurze Zusammenfassung, ist wahrscheinlich für euch auch interessant. Die Quelle, die heißt State of Agile Survey wird jedes Jahr neu produziert. Also da macht das Unternehmen die Umfrage mit vielen, 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 also anderen Unternehmen der Welt, also von klein bis groß und findet raus, wie quasi so Agile State of Mind ist. Und da Jahr nach Jahr wiederholen sich die Ergebnisse. Also bestimmt wird das zum Beispiel die agil hilft, die Zusammenarbeit zu verstärken, weil wir gesehen haben, Leute teilen ein Ziel gemeinsam. Beziehungsweise die Leute haben ein Ziel, dem Business oder dem Kunden einen Mehrwert zu schaffen. Und das wird im Vordergrund stehen, auch bei den Vorteilen, die Leute empfinden. Dadurch, dass die Leute Verantwortung übernehmen, beziehungsweise nicht in Silos arbeiten und besser miteinander kommunizieren, haben sie bessere motivierende Arbeitsumgebung.
Und dadurch, dass wir die Arbeit beplanen, also sprich, wir in kürzeren Zyklen schreiben wir, was steht in diesem Sprint an, in diesen 4 Wochen. Wir machen eine transparente Aufwandschätzung, entsteht auch generell die Transparenz, also in der Entwicklung beziehungsweise in der Zusammenarbeit. Genau. Und eine wichtige Eigenschaft, das werden wir gleich sehen, agiles Arbeiten impliziert ein wiederholtes beziehungsweise zyklisches Arbeiten. In kleinen oder in größeren Zyklen. Dadurch hat man die Reaktionsfähigkeit, weil man immer wieder sich die Frage stellt, sind wir auf dem richtigen Weg oder müssen wir uns anpassen? Genau, hier so die Statistik für euch. Genau, jetzt möchte ich schon direkt in die Materie einsteigen und kurz mitgeben, warum aus unserer Sicht agil nicht nur ein Scrum ist, sondern auf mehreren Ebenen eine Veränderung benötigt. Natürlich eine langfristige Veränderung. Das kann man nicht von heute auf morgen machen. Wir sehen, dass viele Unternehmen mit Scrum starten, hat auch das Team von Thomas gemacht, wir werden es gleich zeigen. Ist okay, ist absolut richtig. Auf der anderen Seite, wir sehen, dass ganz wichtig ist, dass man auf der strategischen Ebene mit agilen Methoden und Tools arbeitet. Weil operativ heißt, wir haben Anforderungen, wir setzen sie um. Aber die Frage, wo wollen wir als Abteilung hin, als Organisation hin? Wenn da ein Mismatch mit dem operativen Arbeiten gibt, funktioniert dieser agile Gedanke nicht. Also man muss quasi OKRs einführen, Objectives und Key Results, um die strategische Ebene agil zu gestalten und dann das auf die Scrum-Methode herunterzubrechen bis zu jeder einzelnen Aufgabe. Wir werden gleich zeigen, wie. Auf der dritten Ebene, wir werden das heute nicht besprechen, aber ich werde kurz erwähnen, wie ich schon gesagt habe, es ist unmöglich mit, wie soll ich sagen, mit alten Lösungen, die schon 20, 30 Jahre alt sind, und den Tools agil zu arbeiten. Also agiles Arbeit, weil agile Arbeitsweisen erfordern auch agile digitale Tools, Automatisierung, Plattform beziehungsweise flexible Architekturen. Und jetzt schauen wir auf die beiden genauer an. Genau, und hier könnt ihr sehen, wie das sieht ein bisschen technisch aus, aber in dem Sinne ist es eigentlich ganz einfach, Zusammenfassung von OKR-Zyklus und einem Scrum-Zyklus. Also ihr seht, dass ein komplett agiler Zyklus sieht so aus. Ein Unternehmen hat eine Vision langfristig oder eine Abteilung hat eine Vision, hat für sich priorisiert, okay, diese paar Sachen wollen wir in diesem Jahr schaffen. Und dann sie gehen in die OKR-Planung. Sprich, sie setzen die Ziele für die nächsten 3 Monate, sie bearbeiten die Ziele und machen den Zyklus wieder zu. Also schauen, was sie erreicht haben und wie Zusammenarbeit so war. Also quasi das ist der Zyklus, geht so 3, 4 Monate. Man macht das immer wieder quasi. Auf der anderen Seite, auf der operativen Ebene, ist genauso. Man hat ja seine Anforderungen, die in den Aufgabenspeicher, auf Englisch Product Backlog, reingehen. Man zieht aus dem Backlog das, was man für den nächsten Monat oder 3 Wochen, wir empfehlen maximal einen Monat, vorgenommen hat. Und dann arbeitet, also man zieht quasi die Aufgaben, beplant die Aufgaben, schaut auf die Ressourcen und geht ins tägliche Arbeiten. Und genau hier treffen sich 2 Welten zusammen. Was habe ich dann strategisch langfristig vorgenommen? Langfristig, ja, für 3 Monate. Was habe ich dann von meinen Anforderungen? Und dann sind es 2 so Ströme, die sich treffen, damit das Team sich beziehungsweise die Gruppe oder die Abteilung in dem Operativen organisieren kann. Sie beplanen das zusammen, daraus entsteht ein tägliches Arbeiten und am Ende fertiges Inkrement. Sei es eine Marketingkampagne, sei es ein Software oder sei es ein Konzept für die Einführung von etwas. Also man kann mit diesen beiden Methoden ziemlich alles in der Organisation ja, bearbeiten. Wir werden jetzt einfach die beiden Methoden separat erzählen, beziehungsweise Unterschiede zeigen, beziehungsweise erklären, wie Helaba das eingesetzt hat. Genau, jetzt für die paar von euch, die aus meiner Sicht, glaube ich, OKR-Methode ist noch nicht so bekannt wie Scrum-Methode, möchte ich kurz zusammenfassen. Wie gesagt, ihr könnt gerne Details nachlesen. Wie ich schon gesagt habe, OKR ist nichts anderes als eine Methode, die hilft, organisationsweit Ressourcen hinter den gleichen wichtigen Zielen zu vereinen. Und zwar so, dass man bei OKRs immer sich auf den Kunden konzentriert. Man schafft einen Link zwischen strategischen Zielen und meiner operativen Implementierung. Wichtig ist, OKRs werden einmal in 3, 4 Monaten gesetzt. Wir empfehlen, in die Quartalslogik langsam reinzukommen. Am Anfang kann aber ruhig so ein bisschen antizyklisch sein mit den Quartalen.
Bei den OKR sind die Mitarbeiter dabei, sie definieren es mit, beziehungsweise es gibt OKR-Tools. Also man kann es natürlich auf einem Whiteboard schreiben und nachvollziehen und tracken, ist aber unpraktisch. Wir empfehlen damit, an Tool zu arbeiten und Thomas wird gleich zeigen, welches. Genau, hier nochmal das OKR-Zyklus, habt ihr gerade schon mal gesehen, würde ich überspringen. Also in dem Sinne, wenn man über OKR spricht, merkt einfach euch das Bild, man kommt von der Strategie, 3 bis 5 Jahre, kommt langsam in den OKR-Planung, beziehungsweise setzt die OKRs um täglich, bespricht sie wöchentlich und macht den Zyklus am Ende zu. Dann trifft man sich wieder und das geht von vorne. Genau. Hier ein Beispiel von einem anderen Kunden von uns. Also wir werden gleich hier Beispiele sehen, aber hier ein Beispiel, wo es um Online-Shopping ging. Also ein Kunde hat gesagt, deren langfristige Strategie eine kundenfreundlichste Plattform in Deutschland zu sein. Und das wollen wir so auf die Fahne schreiben und erreichen. Da haben sie gesagt, dieses Jahr steht bei uns diese Plattform Go Live an. Also hier sind so ein paar Beispiele, einfach zusammengesucht. Es waren natürlich mehrere. Und dann haben sie gesagt, okay, unsere Objective, also O von OKR, ist, dass die Plattform live ist und vollumfänglich genutzt werden kann. Und Key Results ist nichts anderes als eine Messkomponente. Wie kann ich das messen? Ich kann das daran messen, dass 75 Produkte auf der Plattform verfügbar sind und 100 Kunden die Plattform nutzen können. Also 2 Beispiel-Key-Results und daraus haben sie verschiedene Teams für sich Stories bzw. Aufgaben abgeleitet, die dann in den Backlog reinfließen. Wir werden gleich die Beispiele von Hilaber sehen, aber kurz Visualisierung, wenn man über OKR spricht, spricht man immer über diesen kleinen Bäumchen. Hier ein Security-Beispiel. Cyberangriffe müssen minimiert werden bzw. verringert in der Organisation. Es ist ein Objective. Um das zu unterstützen, das zu messen, hat das Unternehmen 3 Key Results definiert und gesagt, okay, auf einer Seite wollen wir, dass durch Awareness-Trainings die Anzahl der gemeldeten E-Mails in Simulationen um 15% erhöht wird. Auf jeden Fall sehr schön messbar. Man kann auf der anderen Seite man hat die Zeit reduziert von 18 bis 10 Tage, um die Schwachstellen zu schließen nach der Meldung. Und fast alle Mitarbeiter, in dem Fall 90%, haben unsere E-Learning zum Thema Cybersicherheit absolviert. Also so sieht eine Standard-OKR aus und so kann man das definieren. Wenn ihr mehr Informationen dazu wollt, sprich mich gerne an. Genau, wir haben heute OKRs nur im Überflip kennengelernt. Jetzt würde ich gerne an Thomas übergeben und fragen, wie ihr mit OKRs arbeitet, beziehungsweise wie ihr eure Reise ausschaut und welche Termine ihr macht und wie oft. Also. Thomas, man hört dich nicht. Hört ihr mich jetzt? Ja, jetzt? Ja. Okay, gut. Also bei uns ist die Planung immer am Kalender ja orientiert. Von daher, wenn ich von links komme, ja, Mission sind langfristige Sachen, die fließt ein. Aber dadurch, dass wir jetzt ein sehr großes Haus sind, ist das Ganze ziemlich strikt organisiert. Das heißt, die wichtigen Punkte aus Vision und Mission, die werden praktisch in Projekten umgesetzt, in zentralen Projekten. Und das ist dann der Punkt, wo es dann direkt uns betrifft. Und Projekte sind dann eben dem Jahresplanungszyklus unterworfen. Das heißt, wir von links kommen, sind wir hauptsächlich aus der Jahresplanung, bekommen wir unsere Projekte, unsere Vorhaben. Und deswegen haben wir jetzt für OKR auch unseren Zyklus wirklich in die Kalenderquartale eingeteilt. Also Quartal 1 bis 4 sind unsere OKR-Zyklen pro Jahr. Ja, die Projekte, die großen gesetzten Projekte sind dann ein Input, geben jeweils einen OKR. Und die Fachbereiche haben natürlich auch ihre eigenen Strategien, ihre Geschäftsanforderungen. Und die Anforderungen von da fließen auch in die Jahresplanung ein. Also das ist unser wesentlicher Inputkanal. Es gibt natürlich auch ein paar weiche Sachen aus Vision. Beispielsweise Verbindlichkeit, Verlässlichkeit. Also, dass wir unseren Kunden gegenüber einfach Termine zusagen und die auch halten. Das ist eine Sache, an der wir jetzt als Gruppe, als Team arbeiten mussten und das auch verbessern konnten. Das fließt zum einen natürlich hier indirekt durch die Methode ein, aber das ist auch ein Punkt, wo wir direkt gesagt haben, das ist ein Grund, warum wir agil arbeiten müssen, um einfach die Termine, die wir zusagen, auch halten zu können.
Und da gibt es dann auch teilweise so einen direkten Weg von Vision ins Scrum rein. Aber jetzt ansonsten haben wir hier diesen reinen Quartalszyklus. Dann sage ich schon mal, ich könnte jetzt ins Tool kurz springen, Eigrim, wenn es gerade passt, oder? Ich würde vielleicht kurz dich fragen, wie oft macht ihr die Check-ins und wie oft macht ihr die Check-ins? Also Die hier die Check-ins sind operativen Abstimmungen. wöchentlich. Die sind wirklich jeden Montag. Beim montaglichen Daily schauen wir in OKR, wie ist da der Stand, wie ist da die Entwicklung. Ja, nee, das finde ich bei euch sehr gut umgesetzt, weil ihr integriert quasi, ihr habt kein zusätzliches Meeting für OKR, sondern ihr nutzt bestehende agile Meetings, um OKR-Meetings auch zu nutzen. Also das finde ich auch sehr gut in der Welt, wo man zu viele Meetings hat aktuell und einfach zum Arbeiten nicht kommt. Ja, auch die Rituale, die sind, die OKR-Rituale, die sind wir immer pro Quartal an die Sprint-Rituale drangehen, weil die Sprints bei uns auch jeweils ein Kalendermonat sind. Das ist in dem Sinne gut synchronisiert. Genau. Dann könntest du vielleicht ja, schon langsam in das Tool springen, ja? Also vielleicht kurz hier Erklärung. Also so sieht ein OKR-Tool aus. Wir haben ein Beispiel quasi. Das ist ein Fake aus dem Netz von dem Tool-Provider. Aber an sich, das ist quasi das, was Helle nutzt. Also diese Logo heißt, das ist ein Plugin für Jira. Warum Jira? Weil es ist ja so, Leute wollen in einem Tool arbeiten. Also keiner möchte ja zwischen verschiedenen Tools springen, um Gottes Willen, das stört natürlich. Und wir sagen, okay, wenn man mit MS Teams arbeitet, es gibt Tools, die man in MS Teams integrieren kann, also quasi hier an der Seite zusammenpackt und dann quasi arbeitet man als ob in einer Umgebung. Natürlich ist das kein MS Teams Tool, aber ist super einfach integriert. Bei Jira, wenn man mit Atlassian arbeitet, gibt es auch dieses Tool, ja, also wo man genauso sagt, hier, ich habe meine OKRs, also die O's stehen für Objectives, also ich definiere sie, ich sage, welches Team ist dafür zuständig, wer ist quasi persönlich dafür zuständig, welche Personen aus dem Team und dann habe ich quasi so übergreifende OKRs, ich habe so spezifischere OKRs, beziehungsweise ich habe die Key Results, die dazu gehören. Genau, und bei hier. Ja, wir haben Jira ja als gesetztes Tool bei uns im Haus, was wir für das Scrum Board benutzen. Und angenehmerweise bietet Jira Plugins an für OKR. Wir hatten eins im Hause schon von vornherein, das war aber nicht ganz so, wie wir es wollten. Es gibt sogar mehrere und wir haben uns dann eins rausgesucht, was besser zu dem passt, was wir vorhaben. Das dann bestellt und seitdem nutzen wir ein OKR-Plugin von Jira und haben damit praktisch alles integriert. Versuche das mal zu zeigen kurz. Es ist jetzt zwar, was ich hier hinbekomme, auch nicht das Komplette. Ein Ausschnitt quasi. Aber es ist sozusagen irgendwie, aus irgendwelchen Gründen bekomme ich hier nur eine Teilsicht. Aber das Prinzip ist das gleiche. Ja, man Wir sieht können hier, sehen, das ja. innerhalb von Jira kann ich hier Objectives definieren. Das ist die oberste Ebene. Das ist jetzt, wie gesagt, ist nur ein Ausschnitt, warum auch immer. Eins ist hier Releasewechsel, ein anderes eine größere Sache, Compliance-Checks, wo wir für alle unsere Anwendungen ja, so ein Dokument mit mehreren hundert Fragen ausfüllen, um eben im Banksinne compliant zu sein. Und die Jira-Tasks, die Aufgaben dazu, die hängen hier direkt drunter, sind verknüpft. Das heißt, ich sehe hier zum einen den Erfüllungsgrad, gut, das ist ein Thema, was wir erledigt haben mittlerweile. Und dann kann ich hier auch direkt in das einzelne Kärtchen reingehen. Gut, hier habe ich jetzt auch die Berechtigung für das Kärtchen nicht, aber es ist ein erledigtes Kärtchen. Compliance-Check, Maßnahmendefinition, also die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, um compliant zu werden, sind da definiert. Also hängt das jetzt nochmal so als Impression. Die OKRs, die Key Results darunter und die Jira-Tasks sind hier direkt im Tool verknüpft und man hat auf einen Blick sowohl hier die Übersicht über seine OKRs, über seine Key Results, über den Erfüllungsgrad, also den man natürlich definieren muss dann pro Result, wie man das misst. In dem Fall haben wir es ganz einfach gemacht, indem wir die Prozentzahlen für die untergängigen Tasks einfach das Mittel daraus bilden.
Es gibt einen guten Aber das macht man Indikator. bei der Planung. Also quasi, das Ja, ist die genau. Aufgabe, die man als Team, wenn man einmal 3 Monaten quasi das definiert, was möchte ich erreichen, möchte ich das messen, dann setze ich das Team länger zusammen, legt diese Metriken fest, ist auch ein sehr intensiver Denkprozess und danach kann man es hier eintragen beziehungsweise auch verfolgen. Genau. Aber das ist jetzt ja erledigt der Fall halt. Genau. Gut. Dann würde ich zurück übernehmen, die Steuerung. Hier ist natürlich wichtig zu erwähnen, wie ein bisschen so Perspektive zu wechseln, wenn man jetzt nicht mit Jira arbeitet und wie gesagt mit MS Teams. Es gibt genauso Tools, Mooncamp, Viva Goals etc., die das auch erlauben, aber aus anderer Perspektive, wo man auch sagen kann, okay, wir haben MS Planner Aufgaben und die hängt man quasi unter den Objectives und Key Results, also in anderen Tools. Also de facto das Gleiche, aber ich würde sagen, wenn man technisch arbeitet, macht Jira natürlich Sinn, weil das viel mehr anbietet einfach. Und wenn man nicht technisch arbeitet, eher so im Business ist, dann sind andere Tools natürlich besser. Genau. Aber Ja, kommt bei Fragen auf uns zu. Also wir können da gerne Empfehlungen abgeben, beziehungsweise wir haben so viele Tools ausprobiert, bei vielen Unternehmen, klein und groß, haben schon unsere interne Benchmark, welches Tool für wen sich besser eignet. Genau. Sorry, Thomas, du wolltest was sagen, ich habe dich unterbrochen. entscheidend ist eben, dass man ein Tool hat, dass man eine Verknüpfung hat, dass man praktisch alle Ebenen zusammen abbilden kann. Denn das Zusammenspiel von OKR und von die operativen Arbeit im Scrum, das ist das Wichtige. Ich zum einen, also für mich als Führungskraft ist das natürlich ein Traum, dass ich die Hauptziele sehe und direkt sehe, was hängt drunter, wie weit sind die einzelnen Aufgaben. Und für die Leute ist es genauso angenehm. Die haben immer im Blick, was ist das große Ziel, wo wollen wir eigentlich hin? Und wie weit bin ich da? Dass man sich da leichter auf die wesentlichen Sachen konzentrieren kann einfach. Ja. Ich glaube, das ist auch gut für die Mitarbeiter, ja. Also Führungskräfte, ja, aber von anderer Seite Mitarbeiter, weil es auch meine Aufgabe, die ich hier habe, hat auch einen Beitrag auf den Key Result. Den Key Result hat einen Beitrag, ist nicht direkt, aber auf ein Objective. Ein Objective hat einen losen Beitrag auf Priorität und Priorität hat einen Beitrag auf die Vision. Ich finde, dieser Pfad wird auch aus der Mitarbeitersicht sehr schon mehr sichtbarer, als wenn man das gar nicht miteinander verbindet. Genau, ich finde, deswegen profitieren hier beide Mitarbeiter und die Geschäftsführer. Genau. Ja, die Herausforderungen bei der Einführung von OKR. Wie eingangs schon kurz gesagt, die Strategie, Vision fließen natürlich nur mittelbar ein über große Projekte, die zentrale Themen umsetzen. Aber dadurch ist es auch strukturiert und es ist ein guter Input für unser OKR. Wichtig ist auch, dass man, also für mich, dass man dass eine vollständige Abbildung ist, dass man alle Ziele, die man für das Jahr hat, auch wirklich als OKR definiert. Um eben nichts aus dem Auge zu verlieren, um alles in einem Blick zu haben. Es ist aber machbar. Also OKR, gerade wenn man so ein Tool hat, ist das erreichbar. Und die Vorteile, ja, haben wir im Grunde auch schon kurz angerissen. Die Strategie und die Ziele fürs Jahr sind transparent. Jeder kann es sehen, dadurch, dass wir jede oder fast jede Woche da reinschauen, montags. Bleibt es auch im Bewusstsein, ist transparent. Und diese Verknüpfung von den Objectives runter über die Key Results bis zu den einzelnen Tasks bringt einfach immer eine Klarheit. Wir wissen, wo wir stehen. Wir wissen, wir dann auch sehen, wo es hakt, wo wir dann eben den Schwerpunkt drauflegen müssen, um Ziele noch zu erreichen. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir gehen auf das nächste Thema ein. Wir haben jetzt ungefähr die Halbzeit. Genau, jetzt würde ich auf das Thema, womit wir eigentlich gestartet haben. Also wir erzählen die Story ein bisschen so von hinten. Also die Story hat ja damit gestartet, dass, wie Thomas gesagt hat, in den Pandemiezeiten noch Scrum eingeführt wurde bei Hillerbay in dieser Gruppe, weil quasi Bedarf an digitalen Tools da war und Zusammenarbeit natürlich verbessert werden müsste. Das haben wir alle erlebt. Und dann erst, ich weiß nicht, Thomas, korrigiere mich, ich glaube 2 Jahre später, oder? Glaube ich, war die Entscheidung auch, OKRs OKR. einzuführen. Genau. Erstmal quasi eine, man hat es quasi gut verinnerlicht, beziehungsweise angepasst an sich. Das ist immer ganz wichtig, wir sagen, es gibt keine Scrum, die für alle funktioniert. In dem Fall gibt es einen Hillerbay-Scrum, die für diese Gruppe funktioniert. Genau.
In der IT, genau. Beziehungsweise in anderer Abteilung, vielleicht im Fachbereich, ist es anders dann ausschauen. Wichtig ist, dass das in einer Organisation, dass es mehr oder weniger abgestimmt ist. Also dass die Grundzüge gleich sind zwischen verschiedenen Teams, weil Leute natürlich zusammenarbeiten müssen. Genau. Und hier möchte ich kurz erzählen, bevor wir auf Hillebar einspringen, wie das, was das heißt. Ich glaube, viele kennen das schon, deswegen hier ganz kurze Wiederholung. Also Scrum ist ja nichts anderes als eine Methode, um operativ zu arbeiten. Und womit startet das alles? Das startet mit einem Backlog, also Product Backlog oder ein Aufgabenspeicher auf Deutsch gesagt. Man macht nichts anderes, als man trifft sich zusammen in diesen Menschen, also Scrum Master, Product Owner bzw. agiles Team, die das Ganze umsetzen muss und sagt, hey, wir nehmen von dem Aufgabenspeicher uns jetzt diese 5 Aufgaben oder keine Ahnung, von mir aus 15, also wir sagen, diese schaffen wir, wir committen uns, diese in bestimmte Zeit zu schaffen. Also diese Zeit muss festgelegt werden und das nennt man Sprint. Bei manchen kann es 2 Wochen, bei manchen 4 Wochen. Wir können gleich schauen, wie das bei Hillebar ist. Aber im Prinzip ist es eine Schätzung, Planung. Und danach gehen die Leute rein, quasi haben sie so eine Liste an Aufgaben, also kleinen Aufgabenspeicher, und das nennt sich Sprint Backlog. Und das bearbeitet man jeden Tag. Also hier sind dann Scrum Master und Product Owner so ein bisschen am Rande geblieben, weil agiles Team hat ja alle Experten, die es braucht, ja. Also je nach Fachbereich, je nach Fokus sind alle Menschen, die man braucht, wenn ihr euch erinnert, in diesem Kreis von der Folie ganz vorne, alle Fähigkeiten, die man braucht, sind drin in diesem agilen Team. Sie implementieren die Aufgaben, bei Fragen kommen sie auf Product Owner, bei inhaltlichen Fragen, wenn sie irgendwelche Zusammenarbeitsfragen haben oder irgendwas fehlt, gehen sie auf Scrum Master zu. Und am Ende steht ein fertiges Inkrement bzw. ein fertiges Arbeitsergebnis. Final abgenommen wird es in der Sprint Review, wo der Product Owner sagt, ja, entspricht meinen Erwartungen, genauso möchte mein Kunde das haben. Danke, liebes Team. Und wird es abgenommen oder Product Owner sagt, nö, ich habe mir was anderes vorgestellt, müsst ihr im nächsten Sprint quasi nacharbeiten. Mit dieser und dieser Kapazität sagt dann das Team, die also haben ein Abkommen dazu und am Ende wird ein Sprint-Retrospektive für alle durchgeführt, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Also zusammengefasst, das ist Scrum und nichts anderes. Und das wird natürlich von einem digitalen Tool unterstützt, weil wir Transparenz schaffen wollen. Hier, bevor wir weitergehen, möchte ich kurz die Differenz zeigen, also auseinandernehmen. Warum ist Scrum separate Methode als OKRs? Also OKRs, wie wir gesehen haben, dienen dazu, strategische Ziele herunterzubrechen. Also das, was die Geschäftsführung oder die Leitung vorgenommen hat, messbar bzw. umsetzbar zu machen. Deswegen definiert man Ziele und also Objectives und Key Results, also quasi die Ergebnisse. Das hilft quasi, die Richtung nicht zu verlieren, weil wir kennen das ja alles. Man hat das vorgenommen am Anfang vom Jahr. Am Ende von dem gleichen Jahr sagt man, was haben wir davon geschafft? Ja, ungefähr dies und das, hier angefangen, hier haben wir abgeschlossen. Also es ist nicht messbar, es ist nicht transparent. Wir haben es auf dem Weg liegen lassen. Passiert jedem. Und daraus ist einfach OKR-Methode entstanden, genau diesen Fokus zu behalten, langfristig zu planen bzw. messbar umzusetzen. Auf der anderen Seite ist Scrum und Scrum hilft, den Tagesgeschäft zu organisieren. Sprich, Anforderungen, von wem auch immer sie kommen, in die Produkte, in die Projekte umzusetzen. Und so, dass sie konkret beschrieben sind, also beplant sind, also auf ganz granularer Ebene. Und dass man die Zusammenarbeit, also die Aufgabenverteilung auf operativer Ebene im Team effizienter gestaltet und Planbarkeit verbessert. Gemeinsam, wenn man die Methoden zusammenlegt, hilft es, Ziele zu erreichen bzw. operativer Ebene produktiver zu gestalten. Dann würde ich vielleicht an Thomas übergeben, damit du erklärst, wie agile Rollen bei euch gelebt werden. Ja, bei uns ist halt die Einbettung in die ganze Organisation zu beachten. Üblicherweise kennt man es schon aus Projekten, wo das ganze Projektteam zusammenarbeitet, Entwickler, Betrieb, Fachbereich. Wir haben eigentlich als Ziel gehabt, dass wir für uns in der Gruppe die Arbeit organisieren. Deswegen mussten wir die Rollen halt auch speziell schneiden. Und Hauptmotivation dafür war, dass wir es einfach, wenn wir unter uns bleiben, das einfach besser kontrollieren können und organisieren können. Also einen Fachbereich dazu bewegen, dauerhaft jeden Morgen beim Daily dabei zu sein, ist eher schwierig. Und mit Betrieb ist ähnlich, der ist eine eigene Organisationseinheit, eigene Abteilung. Deswegen haben wir uns auf uns konzentriert. Und ja, Rollen, wir haben ein agiles Team, das sind die Entwickler.
Das sind natürlich die meisten. Der Scrum Master, der für die Methode zuständig ist, die Rolle habe ich übernommen. Das heißt, ich moderiere die Meetings, auch die Rituale, gucke, dass die Methode angewendet wird, dass es funktioniert. Und der Product Owner ist auch einer aus der Gruppe bei mir. Das ist im Grunde der Anforderungsmanager. Also wir haben einen Kollegen, der zentral für die Fachbereiche, für die wir arbeiten, die Anforderungen entgegennimmt, mit denen bespricht und dann auch die Release-Planung bei uns macht. Der ist sozusagen von der Rolle her schon das ideale Spock in Richtung Fachbereichen. Der hat hier im Scrum-Modell die Rolle des Product Owners übernommen, bringt die Anforderungen mit und füllt entsprechend damit dann das Backlog. Ja, das sind so die Rollen. Die sind wie gesagt bei uns im Team und haben das damit vollständig unter Kontrolle, uns selbst so zu organisieren. Ich glaube, wichtig, was ich vervollständigen wollte, ist, dass es ist nicht neue Rollen. Also die Menschen waren schon da. Ja, du bist ja schon dafür zuständig gewesen als Gruppenleiter, dass die Probleme gelöst werden, dass die Entwickler arbeiten können. Product Owner bzw. Anforderungsmanager war auch ohne Scrum dafür zuständig, die zusammen bzw. an das Team zu geben und mit dem Rest der Welt zu kommunizieren. Und ich finde, Leute haben immer Angst von den agilen Rollen, weil sie denken, oh Gott, neue Rollen, neue Stellen. Nein, ist das nicht. Man muss sie versuchen, also wir glauben an diesen integrierten Ansatz. Egal, ob man über die Meetings spricht, die agil eingeführt werden müssen bei Agiles oder über die Rollen. Man muss sie versuchen zu integrieren in ein bestehende Prozesse, bestehende Rollen. Ja, da von außen jemanden reinsetzen, das gilt da nicht. Genau. Wir haben halt auch eine große Bandbreite an Aufgaben, also jeder einzelne von uns ist meistens in 2, 3 Projekten unterwegs. Wir haben Linienaufgaben. Es gibt Incidents zu bearbeiten immer wieder. Also es macht Sinn und ist sehr hilfreich, das alles zentral zu bündeln und zu organisieren. Dann würde ich weitergehen. Genau, ich würde Thomas vielleicht wieder dir übergeben, einfach wie die Verbindung ausschaut zwischen. Das ist jetzt ein Beispiel aus dem OKR, was ich eigentlich zeigen wollte live, was aber irgendwie jetzt hier technisch nicht klappt. Also eins von den Objectives bei uns heißt einfach Projekte. Da sind die großen Projekte drin, die zu erledigen sind. Und darunter jetzt ein Projekt, das oberste Jahr, Tage 2 Abwicklung, das ist erledigt. Das war ein großes Projekt mit der EZB, was im Frühjahr fertig wurde. Einführung IAC ist ein Projekt, was gerade noch läuft. Das ist das KE-Modul, das für die Embargo-Prüfung für den Bereich Compliance. Und unter diesem Key Result Einführung IAC ist eine der Tasks, rechts die drunter hängt, ist einfach Überprüfung Trainingsmodell. Also diese KI, die muss trainiert werden. Das ist so überwachtes Lernen, wie man es von KIs kennt. Für dieses Training haben wir natürlich unsere Daten da reingeschmissen in dieses Modul. Und das muss einfach überprüft werden, was kommt bei dem Training raus. Das war so eine Task, die wir hier mit drin hatten in dem Projekt. Und das Ticket dazu, das Jira-Ticket, ist eben hier abgebildet. Also so ist eine Verknüpfung. Konkrete Aufgabe hängt unter dem Projekt, hängt unter dem Objective. Würde ich wieder dich fragen, wie bei euch der agile Zyklus ausschaut, beziehungsweise der Scrum-Zyklus und die Meetings und die Artefakte, die man sie nennt. Das ist eigentlich mein Lieblingsbild hier, weil es wunderschön zeigt, dass es im Grunde keine Alternative gibt zu Scrum, zu agilem Arbeiten. Es ist denkbar einfach und naheliegend. Man hat einen Aufgabenspeicher. Alle Aufgaben, die man so bekommt, alle Anforderungen von seinen Kunden, die schreibt man da rein. Dann schaut man natürlich, dass man die aufwandsmäßig bewertet. Was würde uns das kosten? Wie viel Zeit brauchen wir dafür? Macht man im Team eine Schätzung? Schreibt es rein. Priorität schreibt man auch rein. Kriegt man meistens mit, aber muss man dann auch abwägen. Ist auch eine Sache, die der Product Owner dann macht. Und dann, bevor ein Sprint startet, also am Ende eines Monats bei uns, gibt es eine Sprintplanung. Und das ist auch im Grunde denkbar einfach. Wir kennen die Kapazität der Leute, wir wissen, wie viel da ist in dem nächsten Monat. Wir nehmen dann natürlich nicht 100%, wir nehmen so, sagen wir mal, 70% in der Regel.
der Zeit, um noch Luft für Ungeplantes zu lassen. Und dann kann man ausrechnen, wie viel Zeit jeder da ist. Nimmt dann die Aufgaben aus dem Backlog einfach den Prioritäten nach und kann somit rein rechnerisch den Sprintinhalt bestimmen. Wir machen es natürlich nicht nur rein rechnerisch, es muss auch vom Gefühl her passen. Die Leute müssen sich aber auch committen. Das heißt, in der Sprintplanung sitzen alle zusammen, das Dev-Team, der Product Owner und ich als Scrum Master. Und wir gehen das durch, was da rechnerisch rauskommt. Gucken natürlich auch, dass die Termine, die angestrebt sind, gehalten werden. Das muss einigermaßen zusammenpassen. Und dann committet sich das komplette Team darauf, dass wir diesen Sprintinhalt uns vornehmen und auch sicher sind, dass wir das schaffen wollen. Das ist ein ganz wichtiges Ritual, dass einfach jeder wirklich sich offiziell und offen committen muss. Also eine gewisse Verpflichtung eingeht, das auch zu schaffen. Ja, dann haben wir das Sprint-Backlog. Das ist im Grunde der Inhalt, den man sich vorgenommen hat. Und dann geht die Arbeit los. Es gibt täglich ein Stand-up-Meeting von 15 Minuten, wo jeder berichtet, was er für den Tag vorhat. Wo auch sagt, was vom letzten Tag übrig geblieben ist, wenn was übrig geblieben ist. Ja, das macht man natürlich dann mit dem Board an der Wand. Wir sind ungefähr die Hälfte der Tage. Sind wir hier vor Ort, da sitzen wir zusammen im Raum. Die andere Hälfte sitzt jeder zu Hause, aber da hat jeder auf dem Schirm das Jira-Board, also wo dann einfach auch jeder sein Kärtchen an der Wand hat, auf dem Schirm. Das ist so auch der Punkt, wo ich sage, wer noch ein Blatt Papier mitbringt in das Daily, der hat es noch nicht restlos verstanden. Wenn man hier konsequent arbeitet, nutzt man wirklich nur das Board, schreibt auf die Kärtchen alles drauf, dann braucht man auch nicht mehr mit einem Zettel in das Meeting zu gehen. Das sind so auch so Messpunkte, wo man sieht, es funktioniert vollständig. Ja, bei der Arbeit kommen natürlich Inkremente raus im Laufe des Sprints. Das kann ein Stück Software sein, ein fertiges. Das kann ein Compliance-Check sein und eine Dokumentation, die ich fertig gemacht habe. Das kann auch ein Lösungsangebot sein, das ich mir für eine bestimmte Anforderung für den Sprint nur vorgenommen habe, eine Lösung zu entwerfen und ein Angebot an den Fachbereich zu machen. Dinge werden alle wie geplant fertiggestellt. Am Ende vom Sprint kommt das Review-Meeting, wo dann das Dev-Team die Ergebnisse vorstellt. Die präsentieren dann in kompakter Form dem Product Owner, was sie geschafft haben. Auch was übrig geblieben ist vom Plan und was stattdessen ungeplant gemacht werden muss. Und bei uns kommt dann in der Regel zeitlich direkt danach mit einer kurzen Pause auch die Retrospektive. Das ist jetzt für mich das wichtigste Ritual. Da schauen wir auf die Methode. Da setzen wir uns, das Inhaltliche ist dann abgehakt und wir schauen, wie hat die Methode funktioniert in diesem Sprint. Haben wir uns an alle Regeln gehalten, was hat gut funktioniert? Was halt nicht so gut funktioniert. Das ist entscheidend, um die Methode auf Dauer am Laufen zu halten. Dass wir wirklich in diesen regelmäßigen Abständen, bei uns dann jetzt eben in 4 Wochen Abständen, drauf schaut, wie funktioniert, wo hat das nicht funktioniert, wo müssen wir dann schrauben. Und wir nehmen uns dann immer, ich sag mal, 3 bis 5 Maßnahmen mit in den nächsten Sprint, wo wir dann bewusst drauf schauen wollen, um es wieder besser zu machen. Und durch diese Maßnahmen wird auch dann montags immer aufgeschraubt, um einfach das auch im Bewusstsein zu behalten. Ja. Ja, das ist so ein Durchlauf. Ich sagte ja, das ist mein Lieblingsbild. Es sieht so schön rund aus. Es sieht stabil aus. Man muss aber wirklich darauf achten, dass von außen nicht zu viel auf dieses Bild reinhagelt. Ne? Also das konsequente Einhalten aller Regeln und auch das Liegenlassen von ungeplanten Sachen möglichst oder zumindest kritische Prüfen aller ungeplanten Sachen, die ja eigentlich ständig dazukommen, das ist dann auch ganz entscheidend. Wenn was Ungeplantes kommt, dann sollte es nicht sofort machen, aufschreiben, ja, in den Speicher legen. Mit dem Product Owner besprechen, ist das jetzt wirklich dringend? Muss das noch in den Sprint irgendwie rein oder kann ich das in den nächsten Sprint schieben? Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, um diesen Zyklus wirklich stabil zu halten. Genau, dann würde ich vorschlagen, weiterzugehen und zwar auf das Who,
Also Jira in eurem Genau. Fall? Genau. Das Board oben, das Kanban-Board, ist das, was wir auflegen während des Dailies. Das ist einfach, das ist das klassische Kanban-Board, das machen wir dann pro Mitarbeiter. Jeder, der dran ist, kriegt gerade seine Karten gezeigt, also die aktiv sind für den Tag. Und ja, wie da der Stand ist. Und die Idee ist wirklich, dass man in diese Kärtchen alles reinschreibt. Stand, was gemacht wird. Wo wir dann auch drauf schauen, wenn alle einmal dran waren, ist so ein Burn-Down-Chart. Das ist natürlich auch schon spannend zu schauen, geht es wirklich voran? Wie schnell geht es voran? Sind wir einigermaßen dabei, das, was wir vorhaben, uns vorzunehmen? Idealerweise ist dann diese rote Kurve hier am Ende auch unten. Das klappt halt nicht immer vollständig, aber man sieht dann hier, wie gut es klappt. Und durch das Board, durch das tägliche, spricht man auch drüber, was aufgehalten hat. Können ja ungeplante Aufgaben sein, die dann doch reinkommen gemacht werden müssen. Es können natürlich auch einfach, es kann an der Schätzung liegen, dass manche Aufgaben unterschätzt wurden, dass sie dann länger oder teils deutlich länger dauern als geplant. Das ist ein Trend, den wir immer noch auch beobachten bei uns. Dazu sind die Jira-Kärtchen aber auch gut. Da steht dann der geplante und der tatsächliche Aufwand drauf. Das heißt, man kann dann lernen. Ne? Man kann dann aufgrund dieser festgehaltenen Erfahrung lernen bei der nächsten Schätzung, dass man in ähnlichen Fällen zu optimistisch war oder manchmal auch zu pessimistisch. Allerdings ist in der Mehrzahl der Fälle, wenn die Aufwände eher zu gering geschätzt. Und das dritte Chart, die Roadmap, das ist aber die Zeitachse, auf die man die Themen legt. Das ist für die Übersicht auch ein ganz wichtiges Chart. An sich ist ja gleich inhaltlich hier. Einfach hier ist es quasi einfach, was wir vorhaben, was generell, was wir diese Woche vorhaben, was wir fertig haben, wenn man so grob möchte. Aufgaben, so Kärtchen. Und hier ist das gleiche aber auf Zeitachse gelegt, ja, wo man sieht, vielleicht eine Aufgabe dauert so lang und dann ist das eigentlich so eine Roadmap, ja, die man sagt, okay, das ist für meine zukünftige Planung, für meine zeitliche Planung. Und ich kann das, wenn mich jemand fragt, woran arbeitet ihr als Team, dann habe ich das. Weil das interessiert ja. Ich würde sagen, das interessiert eher Entwickler, oder? So Kanban-Board. Und du als Führung schaust dir ja eher auf beides, also aber auch Burndown. Ich glaube nicht, dass das Team darauf schaut, auf den Burndown. Ist ja für dich wichtig. Also okay, nähern wir uns Ja, langsam genau. ran, quasi dem Ergebnis, weil hier ist die Zeitachse. Also quasi hier müssen wir fertig sein. Also die graue ist ja unsere geplante Achse. Kommen wir daran? Oder ist klar, passiert auch manchmal das. Und falsch geschätzt hat und die rote Linie, die tatsächliche geht hoch. Also man trifft sich gar nicht. Also aber die approximieren nicht. Das kann ja auch passieren. Aber ich glaube, das ist ab und zu darauf zu schauen, glaube ich, ist ein guter Indikator für die Produktivität. Was manchmal auch ein banaler Grund ist, dass die rote Kurve nicht gut aussieht, ist, wenn die Tickets nicht gepflegt sind. Ne? Das ist auch einfach aus der Praxis. Für den Zweck kann man aber auch Maßnahmen dann treffen. Also wir haben jetzt ja gerade mit euch in der letzten Refresh festgelegt, dass wir ein Check-in machen, dass jeder einfach entweder nach dem Feierabend oder am nächsten Morgen festen einen Termin hat, wo er jeder seine Kärtchen aktualisiert, dass dann im Board wirklich auch ein aktueller Stand da ist. Weil das sind so Ich Feinheiten, glaube, an da denen man kommt dann auch, arbeiten. genau. Nee, ich wollte sagen, das ist auch, deswegen glaube ich, das ist genau der Punkt. Man kann nicht agiles arbeiten und agile Tools. Also man muss agile Tools nutzen und konsequent nutzen. Also nicht nur du als Geschäftsführung, sondern tatsächlich jeder im Team muss das konsequent und gleich nutzen. Sonst, ja, sonst wird man halt mit der Transparenz, die so versprochen wurde, beim agilen Arbeiten nicht geschafft. Genau. Dann würde ich vorschlagen, dass wir weitergehen. Wir haben noch 4 Minuten und ja. Ja, ganz kurz, Herausforderungen natürlich in einem regulatorisch stark beachteten Haus wie dem unseren. Die EZB schaut schon, dass wir ordentlich arbeiten, weil wir einmal systemrelevant sind. Deswegen haben wir sehr sauber definierte Prozesse für alles. Die sind aber vereinbar mit agil. Die sind flexibel genug gestaltet, um agil eben drin agieren zu können. Das funktioniert. Transparenz, ja, ist, denke ich, ist klar geworden. Und Transparenz ist natürlich immer gegeben mit agil. Das ist wichtig. Muss den Mitarbeitern halt auch vermittelt werden. Also die müssen dahinter stehen. Ne?
dürfen Transparenz nicht als Kontrolle auffassen. Da muss man auch dran arbeiten. Und ja, wie eben auch schon gesehen, konsequente Anwendung der Regeln, sonst funktioniert es nicht. Und als Ergebnis, als Gewinn, wir haben unseren, also 5564 ist unsere Org-Einheit, wir haben unseren eigenen Way of Scrum, hinter dem stehen wir, der ist klar und transparent und der wird eben immer weiterentwickelt. Also man muss ständig daran arbeiten. Ne? Es gibt, egal welchen Stand man hat, es gibt immer mal Veränderungen, dass irgendwas weniger oder besser läuft. Man kann an der Sprintdauer drehen. Wir haben jetzt, ja, ganz kurz noch, wir haben jetzt letzten Monat einen Refresh gemacht. Wir haben neue Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter bekommen in die Gruppe. Wir haben ein kleines Team innerhalb der Gruppe, was so klein war, dass sie bisher noch nicht dabei waren, ins Board integriert. Neue Leute bringen wieder Veränderungen. Das ja, läuft nicht sofort automatisch alles gut. Man muss jedes Mal dran schrauben, jeden Sprint. Dafür ist die Retro da. Das ist ein lebendes, eine lebende Methode. Aber wenn man sie am Leben hält, dann funktioniert sie und ich bleibe dabei. Für mich gibt es keine Alternative dazu. Ja, und die Doku in Jira ist auch gut möglich. Da kann man konsistent und konsequent alles dokumentieren, was man macht. Kreative Ansätze, ja, das war eins aus dem Refresh. Die Scrum Master Rolle. Dadurch, dass wir mehrere neue haben, kam eine Idee jetzt, ich glaube, ich kam von dir eigentlich, dass wir die Scrum Master Rolle einfach wochenweise rotieren lassen. Das läuft gerade im Moment. Und das ist auch eine ziemlich erfrischende Sache. Die Leute identifizieren sich mehr damit, gerade die Neuen, die in die Methode reingekommen sind, kommen intensiver rein und jeder macht es anders. Das ist dann ja, erfrischend einfach. Und auf die Art kann man alles Mögliche an Veränderungen probieren und entwickelt so Stück für Stück die Methode weiter. Dann würde ich kurz zusammenfassen, wenn ihr jetzt mit Agil arbeitet, beziehungsweise wie hier aber die Journey oder die Reise gestaltet wurde. Also wie gesagt, am Anfang haben wir einen sogenannten Pulse-Check gemacht, also reingeschaut, das war Thomas und ich in das Labs 2020 eine Umfrage, quasi wo, um zu verstehen, wo die Probleme sind, beziehungsweise ein paar Interviews, um rauszufinden, okay, wo sind die Schmerzpunkte, weil man kann ja nicht alles gleichzeitig lösen, man muss sich so priorisieren, die Sachen. Da haben wir diesen Pilotteam rausgesucht, in dem Fall haben wir gesagt, okay, sie werden jetzt trainiert, Agil zu nutzen, weil es war auch unterschiedlich, ein paar haben schon mit Agil gearbeitet, ein paar nicht, sehr unterschiedliche Wissensstände, unterschiedliche Interpretationen und das haben wir glatt gezogen in dem Training, beziehungsweise im Coaching von den ersten Sprints. Und dann natürlich wurde Fortschritt gemessen. Also quasi werden tatsächlich die Ziele erreicht. Ist die Qualität von Software besser geworden? Ist Fachbereich besser? Also quasi werden die Rollen gelegt. Also das quasi alles, was man an Vorteilen versprochen hat, würde man ja auch mit der Zeit messen. Das ist ganz wichtig aus unserer Sicht. Auch das zu verkaufen, damit andere Abteilungen und Teams damit auch arbeiten, beziehungsweise dass es keine Geldverschwendung und Zeitverschwendung war. Genau. Und dann könnte man das theoretisch wie bei anderen Unternehmen hier zum Beispiel in ganz anderen Bereich im Controlling agil einführen. Also sprich, man kann das nur Stück für Stück skalieren, weil man hat eine gewisse Helaba 5564 Methode entwickelt, beziehungsweise man kann das Wissen auf die andere übertragen und davon auch profitieren lassen. Und wir empfehlen das auch euch, wenn ihr gerade am Anfang eurer agile Transformation ist und überlegt, mit Scrum mal richtig einzuführen und mit OKRs zu anfangen, empfehlen wir euch, mit dem OKR-Workshop zu starten, zum Beispiel zum Thema OKR. Hier spielt keine Rolle, ob das Business oder IT-Team ist. Im Gruppentraining wird die OKR-Methode kennengelernt. Man legt eigene OKRs fest, beziehungsweise man kann das Tool konsistent und sicher nutzen. Oder wenn ihr sagt, wir haben schon agil, funktioniert aber noch nicht richtig im Bereich Business oder im Bereich IT. Da, wie Thomas gesagt hat, bei Thomas haben wir zum Beispiel von vorne angefangen. Deswegen war es so 2 Tage Schulung, wo wir wirklich nur ich würde sagen, von Zero to Hero quasi agil durchdekliniert haben, damit jeder das weiß und gleich nutzt. Wenn man aber sagt, wir haben schon Grundsätze, wir arbeiten irgendwie, aber funktioniert noch nicht ganz, dann würde ich so ein Refresh empfehlen. Das, was Thomas erwähnt hat, ist eine Eintagesschulung, wo man quasi so ein rundum agiles Arbeiten Überblick schafft, beziehungsweise pragmatisch durchgeht. Und das Gleiche würde ich an die Business Teams empfehlen, weil, wie gesagt, Business Teams brauchen in der Regel so eine schwierige Tool wie Jira nicht. Da reicht auch MS Teams und da einfach wegen Einfachheit spart man ein bisschen Zeit und da reicht auch ein Tag Schulung oder Workshop für ein
agiles Training für ein Business-Team.